Hallo Leute und willkommen zurück zu Stronghold Crusader, heute mit Mission 20 dieser Razzien gegen drei Kalifen zusammen mit Richie, aber die haben jedoch Goldvorteil und ich kann mich daran erinnern, dass die Mission hier extrem ekelhaft ist. Deswegen, mal gucken, was das Ganze gibt. Am besten würden natürlich Mangen wieder helfen, um den hier unter Druck zu setzen, aber dadurch, dass die Goldvorteil haben, wird das glaube ich nichts. Gucken wir mal, was wir da am besten machen und oh Gott. Wenig Platz zum Essen machen haben wir auch noch. Ja, das könnte eklig werden. Dadurch, dass die halt mit Sklaven wieder ankommen und so, ist es alles nicht so schön. Ein, zwei Häuser bräuchte ich vielleicht. Dann, ja, Brotproduktion oder soll ich... Ich mache direkt Armbrüste. Dass wir da ein bisschen was bekommen vielleicht. Das hier könnte ich auch versuchen zumindest. Ist die Frage, ob das was gibt. Waffenkammer kommt in die Mitte. So. Und dann sind wir soweit auch schon aufgestellt, mehr oder weniger. Ich sollte auf jeden Fall noch mehr auf die Steinbrüche gehen. Das Ding ist, die müssen wir halt auch versuchen zu sichern dann. Weil sobald die einmal brennen ist, das Stein am Dampfen. So, gucken wir mal. Ja, der stellt hier schon seine ersten Türmchen hin. Was kann ich noch machen? Ich könnte Bierproduktion versuchen, aber ich glaube, hier ist nirgends genug Platz, um noch was aufzubauen. Das Ding ist, hier werden die Leute zu 100% beschossen schon. Nee, das bringt nichts. Da muss ich voll und ganz auf Stein gehen. Das Ding ist, Richie hat hier jetzt sein Ding schon hingestellt. Das ist nicht so schön. Kann ich denn... Ich kann hier nicht zubauen. Okay, das ist sehr ungünstig. Soll ich dann wirklich so versuchen, einen inneren Wall zu ziehen? Ist vermutlich meine einzige Möglichkeit. Na gut, dann machen wir das. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt das ist, was ich gerne machen würde. Das sieht alles nicht so nett aus. Gut, was kann ich noch machen? Noch mehr Eisenproduktion theoretisch, aber ist die Frage, ob mir das gerade so viel bringt. Oder ob ich mein Geld lieber aufsparen sollte. Statt Holz zu kaufen noch mehr. Um ein wenig Armbrustschützen noch zu kaufen. Das könnte eklig werden. Soll ich mir da wirklich die ersten dazu kaufen? Ich mach's, auch wenn die sauteuer sind. Aber ich habe das Gefühl, das muss ich. Ja, weil der schickt hier schon die ersten Trupps. So, rennt ihr mal hier vor, bitte. Solange die noch laufen, schießen sie nämlich nicht. Was macht Richie? Der hat eine Mange und... Alter, okay, der hat den Blauen richtig gut im Griff. Das ist sehr schön. Oh nein, geh du mal bitte zurück. Okay, zu spät. Du gehst mal bitte hier auf den Bergfried. Genauso wie die anderen, die ich jetzt noch zukaufen werde. Habe ich dann schon ein bisschen Stein bekommen? Habe ich tatsächlich? Das ist schön. Oh. Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln. Könnt ihr nachschauen? An Nahrungsmitteln mangelt es mir auch ein bisschen, sorry. Da kann ich, glaube ich, gerade nicht viel machen. Weil ich werde ja schon so ein bisschen unter Druck gesetzt, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Wir benötigen Holz. Na komm, mache ich noch einen zweiten. Wir machen einfach so ein bisschen... Wir kontern den Kalifen aus und machen die gleiche Taktik. Bloß mit Armbrustschützen. Das Ding ist, die wurden hier jetzt schon ein bisschen angeschossen halt. Eine Nachricht vom Kalifen. Mein Sieg ist nahe. In der Wüste wird Blut. Okay, und da kommen die ersten Angriffe vom Blauen und vom Gelben. Der Gelbe wird aber auch beballert von der Mange, Alter. Richie geht end up, dafür, dass der auch das gleiche Startkapital hatte wie wir. Ist das echt nicht verkehrt, was der da zusammengebastelt hat bisher. Na komm,
Stein verkaufen, Stein verkaufen, wo ist er? Da ist er. Zack. Ein paar kann ich zumindest noch machen. Die vielleicht hier rauf können. Ja, gerade keine Steinlieferung mehr. Ja, Stein. Ich würde ganz gerne echt noch mehr Stein machen, aber das geht gerade schlecht. Und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Holzfäller. Oh, ich bin so ein Experte, ne? Das gibt's überhaupt nicht. Dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn keine Armbrüste mehr reinkommen. Die baue ich mal hier oben hin, nicht, dass die immer davor laufen und dann drauf gehen. Oh oh. Nein, 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 nein. Nicht nett. Nicht nett. Das muss ich jetzt leider so lösen, wobei mein Holzfäller regelt. Nein. Wird nicht angezündet. Hier wird nicht angezündet. So, da kommen ein paar Schwertkämpfer, die sind aber kein Problem. Da sind meine Armbrustschützen, denke ich, durchaus sinnvoll. Wieso können die da nicht hoch? Könnt ihr jetzt da hoch? Könnt ihr immer noch nicht. Ach so, weil hier fünf drauf sind. Die sieht man bloß nicht so richtig. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Und jetzt weiß ich, was ich auch vergessen habe. Bäckereien. Holz habe ich natürlich auch noch nicht. Ach Mann. Ihr habt nicht genügend Gold. Also was ich hier gerade zusammenspiele, ist echt... Eieiei. Ich müsste mir eigentlich ein bisschen Essen dazu kaufen. Oder warte, komm, wir machen mal was ganz Gemeines. Güter anfordern. Ich weiß nicht, was er hat. 25 bitte. Ah, kann er nicht. Schade, schade. Ja gut, dann muss ich mir jetzt selbst ein bisschen zukaufen. Im besten Fall ein paar verschiedene Sachen, weil dann kriegt man auch noch ein bisschen Beliebtheit dazu. Okay, Angriff abgewehrt. Sehr schön. Okay, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Wir müssen den Schwarzen unter Druck setzen. Richie hat ihn hier gut im Griff und ihn hier auch. Den könnten wir eigentlich finishen, dann kriegen wir ein bisschen Gold. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ist die Frage, wie ich das am besten mache. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich würde ja fast sagen... Güter, es werden Rekruten benötigt, Sire. Ein paar arabische Schwertkämpfer kaufen, die sind halt sauteuer. Deswegen bin ich da eigentlich eher gegen. Dadurch, dass ich ein paar Harnische habe, könnte ich vielleicht einfach ein paar Streitkolbenkämpfer kaufen. Ja, wobei das ist auch richtig teuer. Gut, vielleicht machen wir das dann doch nicht. Wobei, ich könnte auch welche produzieren. Eisenminen habe ich ja. Na komm, dann machen wir zumindest eine Produktionsstätte davon. Ah, lauf doch nicht hier durch. Aber jetzt lüptet doch so langsam. So, 48 Steine. Er hat ja keinen Katapult oder so, heißt, ich könnte den Turm hier ganz nett hinstellen irgendwo. Hier so. Und da dann eine Manke drauf machen, sobald ich genug Leute zusammen habe. So. Kann ich hier jetzt eigentlich mal zumachen? Ballert die mal bitte weg. Kann ich tatsächlich. Ja, kein Problem. Sehr schön. Dann sieht das doch ganz gut aus. Hier oben kommen ja keine durch. Nee. Der macht den richtig fertig. Okay. Nice. Also ohne Richie wären wir richtig aufgeschmissen, glaube ich. So. Dann kann ich ja... Wobei, das macht noch keinen Sinn. Bei so wenigen. Wenn ich alle hinschicken würde, könnte das vielleicht reichen. Oh, die können hier ja noch durchlaufen. Ups. Das habe ich wohl übersehen. Aber da kann ich vielleicht ja auch zumachen. Ja, wäre da nicht die Obstfarm vom Kalif. Okay, geht. So, dann machen wir hier mal
Eine Baumeistergilde, wenn ich genug Gold wieder habe. Ah, alles verkaufen war nicht so klug. Weil ich habe ja jetzt auch Produktion davon. Ah, die müssen jetzt hier außen rumlaufen, das war auch nicht so gut. Alles nicht so gut. So, dann warten wir jetzt noch ein bisschen. Ja, wobei, Armbrustschützen bekommen wir ja gerade ganz gut rein. Essen läuft dann auch so langsam, ich muss noch mehr Bäckereien machen. Da hat vorhin bloß das Holz nicht gereicht. Da war was. Ja, dann brauche ich aber auch noch ein Häusel. So. Stein läuft jetzt auch. So. Und so langsam kriegen wir hier ganz gut zusammen. Und so krass geht er jetzt hier auch nicht ab. Der hier, ja, der könnte sich nochmal retten. Und Richie macht ihn jetzt fertig. Okay, sehr schön. Ist die Frage, ich könnte versuchen abzustauben. Ich werde es gleich versuchen. Aber es kann durchaus sein, dass der den schon davor killt. Oh, da brennt was. Das ist nicht so schön. Oh, Beliebtheit steigt. Das ist doch schön. So, und so langsam könnte ich es dann, denke ich, auch wagen. Hier was zu machen. Ja, komm. Zack. Und die schicke ich dann gleich mal hoch. Die hier vorne sitzen. Zack. Und ihr drei bitte auch noch. Und dann kommt da noch eine Mange oben drauf. So. Jetzt hoffe ich mal, dass das reicht. Ihr fünf kommt auch noch mit. Und ihr macht mal Schilde, bitte. Ah, die Mange ist nämlich schon mal kaputt. Sehr uncool. Ja, das war zu erwarten, dass hier einige draufgehen werden. Oh Gott. Habt ihr denn hier die Balliste macht die Probleme? Die muss ich irgendwie wegmachen. Ist die Frage, ob ich das mit den zwei hinbekomme. Ja, die haben es schon geklärt. Sehr schön. So. Gold fehlt. Können wir aber holen. Zack. Ihr zwei. Mange. Und los geht's. Nein. Okay, und dann kann es hier auch endlich mal losgehen. Dann kriegen wir den hier nämlich jetzt auch endlich mal ein bisschen unter Druck gesetzt. So. Ihr 10. Geht mal hier hin. Ist die Frage, ob die reichen, aber könnte. Auf jeden Fall, weil da steht ja wirklich nichts mehr zwischen und der ist schon fast down. Ja, das sollte reichen. Dann stealen wir ganz eiskalt ab. Oh Mann, das ist echt ein bisschen gemein, weil Richie macht das echt gut. Aber dann habe ich den Vorteil, dass der schon den Gelben hier killen wird. Der Turm hier ist fast kaputt. Vielleicht mit sehr viel Glück schaffen die das noch. Zumindest die Feuerfallen auslösen. Und vielleicht den Turm anhitten. Nee. Schade. Okay. Gut. Dann sollte das jetzt eigentlich laufen. Die kann ich eigentlich hier vorschicken sogar. Hier stehen ja jetzt nicht mehr so viele. So, und jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Gold. Das ist doch schön. Ja, jetzt läuft's. So, der wird jetzt von Richie fertig gemacht. Ja, der kommt hier mit seinen
Katapulten an. Und die Türme hier gehen so langsam hoffentlich auch kaputt. Gut, dann würde ich sagen, steht einem Angriff eigentlich auch nicht mehr so viel im Weg. Ihr bildet mal einen kleinen Störtrupp, der hier den Feuerwerfer zumindest mal wegmacht. Und vielleicht auch die paar Bogenschützen, die hier noch rumsitzen. Das wäre schon ganz schön. Klar, die werden jetzt hier beballert und werden zu 100% draufgehen, aber das ist nicht so tragisch. Wobei, die sind hier im Schutz der Gebäude. Ist gar nicht so verkehrt. Naja, immerhin ein bisschen was gerissen. Ich hätte natürlich auch seine Gebäude ein bisschen kaputt machen können. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt gewesen, aber geht schon klar. Okay. So viel Gold haben wir jetzt, dass wir uns das hier leisten können. Da stehen noch Feuerwerfer, die nerven. Deswegen geht ihr mal noch ein Stückchen weiter vor hier. Könnte durchaus sein, dass die jetzt von denen beschossen werden, ja. Und ist die Frage, ob die da auch so gut hinkommen. Und die stelle ich einfach mal hier rein. Könnt ihr die hier oben beschießen? Ja, die werden die aber nicht treffen. Ich lasse die noch ein bisschen vorrücken. Auch wenn die natürlich so langsam laufen, dass die da ganz gut getroffen werden. So. Maulei. Ach komm, wir versuchen es einfach. Klar, Feuerwerfer und so. Das ist günstig, aber wird schon hinhauen. Achso, ich dachte schon, ich könnte auf den Turm. Ah, hier kommen Holzfäller und so raus, die mich richtig fertig machen. Wir müssen nur die Feuerwerfer hier töten. Alles andere ist mir egal. Na gut, dann eben nicht. Kornspeicher ist voll. Das hört man gerne. Kann ich ja ein bisschen was verkaufen. So, schicken wir einfach immer mal wieder ein paar rein. Irgendwann wird es schon reichen. Ja, das sieht gut aus. Die, ja, okay, das reicht sogar schon beim ersten Trupp. Oder? Nee, nicht ganz. Das Ding ist, dass die Bogenschützen ja kaum Schaden machen, den arabischen Schwertkämpfern. Okay, das reicht. Sehr schön. Amra. Oh, ihr könntet vielleicht den Turm hier angreifen. Da steht nämlich nur, da stehen nur Feuerwerfer drauf. Und die haben keine Reichweite. Heißt, Armbrustschütze, do your thing. Die kann ich jetzt hier auch mal abziehen. Solange der Feuerwerfer da steht, macht das vielleicht nicht so viel Sinn, dahin zu laufen. Ist die Frage, ob der da überhaupt so gut hinwerfen kann. Ach, ich könnte ja auch einfach reinlaufen. Na gut, dann machen wir das auch einfach mal. Okay, die laufen so rum. Dann ist es nicht so sinnvoll. Oder? Kommen die hier auch irgendwo durch? Mach mal den Turm hier kaputt noch. Dass ihr wenigstens noch irgendwas Richtiges gemacht habt. So. Und dann sammeln wir hier ein paar Truppen. Rücke aus. Zack. Na komm, machen wir das wieder mit arabischen Schwertkämpfern. Die haben sich gerade ganz gut geschlagen, also warum nicht? Wobei, so viel Gold habe ich jetzt auch nicht mehr. Muss ich doch ein bisschen auf den Kontostand achten. Ich dachte, ich hätte 10 gemacht. Schade.
Aber ihr könnt ja schon gar niemanden mehr abschießen. Oh oh, jetzt aber. Ja, der hat hier doch noch einige Bogenschützen, leider. Die werden meine Armbrustschützen auch zermaschen, aber solange die hier wenigstens ein bisschen was anrichten, ist auch okay. So, was machst du hier eigentlich? Du könntest eigentlich mal, nein, sorry, aber du könntest mal angreifen. Bin so nett zu denen. Ich bin auf dem Weg, das hört sich doch gut an. Dann mache ich die Vorhut und schwäche ihn so weit, dass Richie den Gnadenstoß geben kann. Hat er sich verdient. Wir können ja noch ein paar Meuchelmörder nachschicken, die sind nicht ganz so langsam wie die arabischen Schwertkämpfer. Ach so, die können nicht hier durchlaufen, wie ich dachte, sondern wirklich nur da oben. Ach so, ja okay, das bringt jetzt auch nicht so viel. Okay, versuchen wir das mit denen mal. Das hier kaputt zu machen, hat nicht ganz gereicht, leider. Aber da kommen auch schon von Richie Truppen durch. Jo. Dann dürfte das eigentlich zu Ende sein. Wo kommen meine Meuchelmörder? Da kommen sie. Du machst das hier kaputt. Genauso wie ihr zwei. Falls es doch nichts werden sollte, kann er dann wenigstens keine Truppen mehr ausbilden. Weil hier ist jetzt doch recht viel Feuer, leider. Und das ist ziemlich alles von mir hier gerade tötet. Aber es könnte reichen, weil der ganz vorne steht. Ah, wobei... Nee... Sieht doch nicht so aus, als würde es reichen. Typisch Kalif. Sein Feuer reißt mal wieder. Stehen auch noch Bogenschützen nach, Mann. Hat das nicht gereicht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Auch wenn Richie leider... Hat es auch nicht geschafft, leider. Ach Gott. Versuchen wir nochmal den Rush mit den Meuchelmördern. Auch wenn die halt echt nicht stark sind, haben wir gerade gesehen. Ein paar Berittene könnte ich auch hinschicken. Dass die davor wenigstens die Bogenschützen fertig machen. Falls die jetzt überhaupt noch früher da sind. Ah, da kommen ja auch noch welche. Na komm, dann macht ihr hier ein paar Sachen kaputt. Dass er auch wirklich gar nichts mehr hat. Na, okay. Jetzt könnte er versuchen, da noch ein, zwei Bogenschützen wegzuholen. Was nicht funktioniert hat. Aber das sollte jetzt wirklich das Ende sein. Oh oh. Ja, die stehen natürlich genau da drin. Aber jetzt ist er tot. Das wird er nicht überleben. Zack und weg. Sehr eklige Mission, für die wir natürlich ein bisschen Zeit gebraucht haben. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da gucken wir uns noch ganz kurz an, gegen was wir es als nächstes mal haben. Oder mit wem wir es als nächstes zu tun haben. Richie hat hier den größten Job gemacht auf jeden Fall und im nächsten Mal geht es gegen einen Richard, der alleine kämpft dran, der hier aber seine eigene private Insel hat. Heißt, er könnte recht stark werden. Und wir haben bei uns in der Nähe eine Ratte, zwei Schweine und dann noch ein Schwein, weil es noch nicht genug war. Alles klar, könnte eklig werden. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dann und tschüss!